So Leute, willkommen zum Halbfinalkampf heute mit Xiolo gegen Dark Souls 13 mit mir, Haku und dem Lieben. Der Fat Matt Let's Play. Ja, danke, dass ich heute hier sein darf. Das ist dein Turnier und so. Ja gut, ja. Ja, stimmt. Ja, auf Jakobs Seite sehen wir Flampivian, Uhafnir, Milotic, Stollos, Ambidiffel. Ich hab doch so Uhafnir gesagt. Aha. Du wolltest es nicht sagen. Stollos, Ambidiffel und Nidoking. Genau, und auf Dark Souls Seite sehen wir Mamutel, Viscogon, Gengar, Fennexis, Bisaflor, Quajutsu. Beides Teams, die ich jetzt schon sehr, sehr interessant finde. Ich finde das von Jakob sehr interessant, einfach weil diese fetten Viecher dabei hat, wie Stollos und Nidoking. Mega-Stollos ist, weil ihr müsst wissen, ich liebe Mega-Stollos. Echt? Ja, ich finde total cool. Miss Mario, das passt gut. Irgendwie schon. Ja, stimmt, der Bart hat so leicht was von Mario. Mhm. So, da muss er leider auch auswechseln, weil ohne Schal kann das Quajutsu nicht outspeeden. Ich werde angeschrieben. Verdammt. Ich bin gespannt, wer aus diesem Kampf mein Rivale im Spiel um Platz 3 sein wird. Ja. Die Catwende tat weh, weil es ein Crit war. Ja, die lieben Crits. Milotic ist so wunderschön. Ja, sehr lieb. Dieses Pokémon. Ich glaube. Was Bisaflor? Yay, Bisaflor. Hands up vor Bisaflor. Ja, klassisch, Milotic mit Überreste. Weißt du, wie ich auch sehr gerne mein Milotic spiele? Ja. Mit Heiß Orb. Stimmt, das geht auch, das, dann kriegt sie diesen Defensiv permanent Boost. Und mit Erholung, weil er hat permanente Statusveränderungen, kriegt immer den Death Boost. Hm. Und Bisaflor nicht. Okay, schön, dass wir Mega Bisaflor auch mal im Turnier sehen. Ah, ne, ja. Haben wir ja schon mal gesehen in der Gruppenphase, genau. Stimmt, genau. Aber ihr müsst ganz viel davon schon gesehen. Er müsste ein bisschen nehmen, Megani liebe ich Bisaflor und deswegen finde ich ganz cool, dass Bisaflor diese Megaform bekommen hat. Ich mag Bisaflor. Ich mag eigentlich am meisten mag ich Bisasamo und Bisaknosp, aber Bisaflor finde ich gar nicht mehr nur so toll. Aber ich spiele es trotzdem ganz gerne. Ich mag Bisaflor trotzdem. Jo, hat was. Flampivian ist vergiftet und da kommt Fenixes rein. Fajana, das ist dann wohl auch das, was man im Game geschenkt bekommt, so wie ich das hab. Mhm. Ich bin euch da ganz dazu gekommen, mir Neues zu machen. Du bist ja gerade dabei, Game zu züchten. Es ist fertig gezüchtet. Achso, muss nur trainieren. Es hat die 531, ich muss nur EV trainieren. Ne? Achso. Halt hochleveln. Ja, der Flammblitz tat ordentlich weh, weil fucking Flampivian, ich hab so einen monströsen Angriff. Ah, darf ich mal was sagen, seit die Pokémon draußen ist, hab ich auch wieder Lust zu züchten, weil jetzt hab ich endlich meine fucking Dittos und kann endlich. Ja, ich auch. Auf die Faust züchten. Weil jetzt kommen meine ganzen Live-Wi-Fi-Battles und so ein Scheiß, wisst ihr ja Bescheid, ne? Gut, das Flampivian rockt hier gerade ziemlich. Ja, ich muss sagen, er hat Pluspunkte dafür, dass er Flampivian spielt, weil ich hab Flampivian noch nie als Gegner gesehen. Ich sehe Flampivian ganz oft nur mit einer 6. Gen. Echt? Ich sehe es vor allem ganz oft mit Walband oder Walschall. Walband Flampivian, weißt du, wie das reinhaut? Glaube ich. Oh ja, so Psychokinese von Gengar. Finde ich interessant, dass er Psychokinese spielt, weil das habe ich schon mal im letzten Kampf von Dark Souls 13 gesagt. Das sieht man gar nicht mal so oft. Ich habe meins, glaube ich, auch früher mal. Ja, gut, dass du früher noch da kommt, bist. Oh, Draco Meteor. Oh, Draco Meteor war physisch, ne? Ne, speziell. Oh. Aber trotzdem, es ist ein Draco Meteor und der, boah, hat ja fast gereicht. Ja, da bin ich auch der Spätzangriffsdrop nicht von Uhafnium. Nee, aber hat er nochmal Glück gehabt. Ja, wobei andererseits kommt noch ein Angriff und weg ist es. Aber er wechselt aus. Hm. Will das noch nicht opfern auf Bisaflor. Ja, Bisaflor könnte es jetzt deutlich besser abkriegen, weil Bisaflor, Mega Bisaflor vor allem ist unglaublich bulky. Na kommt, warum setzt er nochmal Drache? Ach, weil er denkt, er wollte einfach das Viscogon K.O. hauen. Ich muss sagen, dafür, dass das einen Spitzangriff-Drop hatte, war das noch ziemlich viel Schaden. Oh, Verhühner. Das ist schön. Das könnte jetzt wehtun. Ja, kann Igelsamen einsetzen. Schick. Und Kehrtwende nice. Raus. Das neue Band gefällt mir. Muss auch sagen, schöne, aber an sich auch schöner Zug von heute im Xiolo. Ja. Muss man ihm mehr mal lassen. Der Boss. Der Boss. B-O-Z-Z. Nidoking. Nidoking ist auch so toll. Ich will das viel. Wenn ich mir das Vieh mache, dann bitte ein Shiny, weil es ist blau. Ich habe ein Shiny Nidoking, das ist toll. Oh Gott. Ja. Ich muss sagen, Nidoking hat einen unglaublich geilen Movepool. Ja, das ist so sowohl speziell als auch physisch. Wirklich ein sehr, sehr gutes Pokémon. Und der Eisstrahl auf Jutsu, joa, tut trotzdem noch weh, weil es ein Nidoking ist. Weißt du, was ich ein bisschen schade finde? Hm? Dass man Nidoqueen leider nicht spielen kann. Hab ich auch tatsächlich, aber ich spiele es physisch defensiv, glaube ich. Ja, ich will Nidoqueen mir auch noch machen, weil ich irgendwie Nidoqueen cooler finde. Ich spiele Nidoqueen als Hazardleger mit Tarnsteine und Toxic Spikes. Könnte ich mir, ja, ich guck mir das Spiel mal an, dann kann ich nicht mehr überlegen, was ich draus mache. Muss ich vielleicht auch mal ausprobieren demnächst. So, das Milotic kann natürlich alles fressen und schreckt zurück, das ist schick. Oh, das ist aber irgendwo fies, ne? Das jetzt alle 10% Chancen hier ausnutzen. Natürlich. Aber das geschieht heute nicht so, ganz ehrlich, ihm geschieht das recht. Nach dem Kampf gegen Genie.
Na gut. Es wäre so gut, wenn das Quajutsu einen Straukler hätte. Das wäre gut, ja, aber Milotic ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht. Mhm. Der Straukler berechnet sich nach dem Gewicht, ne? Ja. Da habe ich es richtig in. Und ansonsten halt normale Schadensberechnung. Mhm. Aber er will sein Quajutsu schon wieder zurückgeschreckt. Ich glaube, er will das gar nicht mehr behalten. Vielleicht glaube auch nicht so der gute Zug, ich weiß ihn nicht, weil Quajutsu hat noch ein bisschen. Ja, jetzt wechselt er so aus. Mir fällt übrigens jetzt auf, dass das ein Sturzbach Quajutsu ist. Stimmt, mir ist auch nicht aufgefallen, dass da nicht steht, dass es die Rettung war. Ich kenn's schon fast nur noch mit Wandlungskunst. Ich habe selber nur eins mit Wandlungskunst. Da kommt Olga! Olga, da hat sie auch schon Erfahrung gemacht. Mit dem Vieh durfte ich mich auch schon auseinandersetzen. Ja, weil in diesem Fall scheinbar nicht. Ja, weil Mammutel, wenn du es als Gegner hast, ist es total assig, weil wenn du es dagegen hast, dann reißt dir das wie ein Arsch auf. Ja. Das ist einfach so. Das stimmt. Das legt dann ganz gerne mal ein paar Tarnsteine, macht einen Eiszapfhagel, Erdbeben, was denn hier das tut. Ja, so, ich muss aber sagen, für Dark Souls sieht es gerade nicht so gut blendend aus. Bin ich ganz froh drüber, ganz ehrlich. Och, warum denn? Keine Ahnung. Wer das Turnier verfolgt hat, wird wissen, warum. Bist du nicht so gut auf ihn zu sprechen? Nein, überhaupt nicht. Wie kommst du drauf? Erdkräfte? Ja. Schön. Oh, es steht noch. Blättert. Okay. Lass mir mal so im Raum stehen. Oh. Oh, Kritz! Oh Gott, der hat mit Sicherheit gemattert. Soll ich dir mal sagen, was ich schade finde? Hm? Dass man Gastro doch nicht mit Erdkräfte spielen kann, das wäre so gut. Wenn das Erdkräfte. Das kann Erdkräfte tatsächlich. Echt? Hm. Ich weiß nicht, wie man es draufkriegt. Das muss man irgendwie raufzüchten. Ich meine, es kann Erdkräfte. Ich meine, ich hätte mal eins mit Erdkräfte gehabt. Das kann man draufzüchten, glaube ich. Müsste ich nochmal gucken. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, ich hätte in der 5. Generation mal welche mit Erdkräfte gesehen. Machst du zur Not machst du einfach eine Annotation rein, also diese YouTube-Bobbles. Ja. Wie sie eigentlich jeder macht. Und das Uhaf, die nimmt das Gengar mit. Ja. Wie lange geht denn der Kampf noch? Boah, geht noch ein bisschen, bin gespannt. Quajutsu, ja. Ein Eisstrahl fürchtend wechselt er aus. Ja, Uhaf ist halt fragil wie schon. Ja, aber ist Quajutsu sein letztes? Weil wenn, dann kommt er da jetzt nicht dran vorbei, ne Milotic. Müsste er jetzt irgendwie permanent zurückschrecken lassen. Ne. Das wäre mega asozial. Milotic, du bist so hübsch und du bist so nützlich. Oh ja. Welches Milotic magst du lieber, das normale oder das shiny? Auf jeden Fall das shiny. Aber einfach weil es, naja, wohl. Also ich finde, mittlerweile finde ich das normale eigentlich cooler, weil das normale hat diese roten, wenn ich nenne es mal Haare. Das finde ich halt einfach ultra geil. Ja, ich glaube das shiny, ich finde beide wirklich sehr wunderschön. So toll. Also da ist den Leuten echt ein unglaublicher. Ach genau, Whiskagon hat er ja noch gehabt. Stimmt, Whiskagon. Aber mit Milotic ist den Leuten echt ein unglaublich gutes Design gelungen. Ja, und das sieht was da, ja, nichts an Schaden. Oh Gott! Na gut, es ist halt auch ein fucking Whiskagon. Oh ja. Ich erwarte jetzt einen Donnerblitz. Ah, ich freue mich schon. Ich züchte mir momentan alles, worauf ich Bock habe. Das nächste, was gezüchtet wird, ist ein Tantra. Ja. Da darf ich allerdings noch einen Säurepanzer draufziehen. Mm. Das wird ewig dauern. Ja, viel Spaß dabei. So, und das Disco-Gong geht jetzt auch auf die Bretter. Ich würde sagen, Leute, das Match ist gelaufen. Da kommt jetzt Quajutsu rein, aber das kann nichts gegen Milotic tun. Nee, weil Milotic kann in gewissem Maße auch noch Schaden machen. Ja. So ist es nicht. Es kann einchecken, es kann aber auch Schaden machen. Zwar nicht unbedingt utopischen Schaden, aber. Ja. Ich muss übrigens auch mal sagen, dass ich es sehr schade finde, dass wir Stoppers nicht gesehen haben. Ja, das stimmt. Der hätte ja sogar noch Stoppers. Na, wohl. Wolltest du gegen Stollers? Ja, jetzt einfach allgemein, dass wir Stollers nicht gesehen haben. Ja, finde ich schade, aber Stollers ist. Vielleicht. Cool. Also, nö, ich will jetzt nicht sagen, dass. Ich will jetzt. Komplett ein bisschen komisch, dass wir den Kampf schon abmoderieren, obwohl er noch gar nicht zu Ende ist, aber naja, wir sehen, hier kommt endlich mehr raus. Sagen wir so, guckt auf die Videozeit, und ihr wisst, ja, und er kommt ja auch einfach nicht durch. So, und jetzt das sieht er, was er erreicht, und der Kampf ist gelaufen. So, damit ist dann Hotemix Yolo auch im Finale. Das heißt, im Finale stehen sie dann gegenüber Hotemix Yolo und Imagined. Und im Spielplatz 3 ich und Dark Souls 13. Ich freue mich. Jo, ich also, auch. Freunde, bis zum nächsten Kampf. Ciao. Tschüss.